Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 5. Wir besuchen das Schloss Karnak. Hallo Leute, wie geht's euch? Niemand darf dieses Schloss betreten. Geh nach Haus. Okay. Niemand darf dieses Schloss betreten. Geh nach Haus. Das war das Gleiche. Niemand darf dieses Schloss betreten. Geh nach Haus. Ich glaube, das sind in Cognito die drei Tenöre mit ihrem neuen Song. Geh nach Haus. Du sollst nach Hause gehen. In ein Haus, das so klein ist, wie ich es dir zeige. Und dann leg dich in dein Bett. Es tut mir leid, das ging hier mit mir durch. Oh, ein Schiff. Da haben sie. Niemand ist auf diesem Dampfschiff erlaubt. Soll ich auch nach Hause gehen? Die vier Tenöre. Nein, keine Sorge. Kein Clip mit Musik von mir. Beziehungsweise. Oh, es brennt. Es brennt noch mehr. Oh mein Gott, die Stadt brennt. Ist der Kristall in die Luft geflogen. Oh mein Gott, die Frau läuft ins Feuer nicht dran vorbei. Oder doch? Moment mal. Warum sind die hier alle so ruhig? Hallo, es brennt. Hallo? Habt ihr keine Feuerwehr? Es brennt? Hallo? Was sagst du mir? Die Leute von der alten Bibliothek haben begonnen, uns zu erzählen, wir sollten nicht die Kristallkraft benutzen. Sie waren so hartnäckig, dass die Königin eine Mauer aufgebaut hat, um sie davon abzuhalten, hier nach Karnak zu kommen, von der alten Bibliothek aus. Ich wette, jede Ähnlichkeit zu realen Bedingungen ist ja rein zufällig. Ein Mann namens Sid ist derjenige, der die Maschinen zur Verbesserung der Kristallkraft gebaut hat. Ist er nicht wundervoll? Das könnte der Beginn des Übels gewesen sein. Entschuldigung, Erkältung ist immer noch nicht weg. Aber ich gebe hier trotzdem mein Bestes. Okay, hier ist ein Hotel. Ich werde mal schlafen. Jo, na. Jo, ich schlafe. Jo, vielen Dank. Ich werde gut schlafen. So, wieder Zeit fürs Morgentanzen. Tada! Alles klärchen. Mal sehen, ob es draußen immer noch brennt. Hey, geh durch die Tür. Ja. Okay, habe ich mit dir schon gesprochen? Tut mir leid, aber wir lassen dich nicht ins Schloss. Die Monster kommen vom Meteor und... Nee, da kommen Monster aus dem Meteor raus und die sind hinter dem Kristall her. Also doch, Gua'uld? Oder wie die heißen? Was sagst du? Die alte Bibliothek... Die alte Bibliothek liegt im Süden. Das ist, wo Dr. Sid her ist. So, tatsächlich ein Stargate in diesem Meteor. Oh mein Gott, die Gua'uld kommen! Hast du von einem Monster gehört, das Crudust heißt? Nun, wenn nur noch eins davon übrig ist, wird es dich mit Flash angreifen. Die sind stark. Flash habe ich schon, interessiert mich nicht. Hast nichts Besseres zu sagen? Nein, alles klar, ich bin wieder weg. Was sagst du mir, Männchen? Die Monster kommen aus dem Meteor und haben diese Stadt nicht attackiert. Und noch mehr Monster, sagst du? Dies ist die Stadt von Karnak. Wir profitieren von der Kraft des Kristalls des Feuers. Soll ihr schnell mit aufhören, sag ich euch. Zwei hat's schon erwischt. Okay. Ich glaube, in den Fässern ist nix drin. Was sagst du? Ist der Werwolf-Dingens, der aus dem Meteor kam, wirklich bösartig? Ein Werwolf? Hui, hui, hui. Ich bin ein Abenteurer vom Jackal. Aber die Straße zur alten Bibliothek im Süden wurde blockiert. Ich kann nicht nach Hause. Schlecht für dich. Die Waffen und Rüstungen, die in Jackal verkauft werden, sind wirklich stark. Ich muss nach Jackal. Hast du das gehört? Da gibt's ein Gerücht darum, dass Dr. Sid im Gefängnis eingesperrt ist. Gehört er auch hin, wenn er die Maschinen gebaut hat. Dieser Sack. Ich habe einen seltsamen Typen gesehen, der von den Soldaten gefangen genommen wurde.
Aber stimmt, Dr. Sid, was sagst du? Ich liebe das Feuer! Du alte perverse Sau, pass auf, dass du deinen Bürzel nicht verbrennst, du, sag ich dir. Darauf spiele ich was. Yay, besser geworden, mein Piano spielen. Da oben ist, glaube ich, nichts. Es ist tatsächlich nichts. Harr, harr. Dann verlassen wir mal die Kneipe wieder. Und schauen mal, habe ich mit dir schon gesprochen hier? Wir können Waffen und Rüstung so einfach machen, dank des Kristalls. So sind diese Waffen, so sind die Güter hier unglaublich günstig. Oh, da muss ich glatt zuschlagen. Hier, Waffe, ich kaufe Waffe. Oh mein Gott, sind die billig. Ich glaube, hier könnte ich einkaufen, so viel ich will, und teurer woanders verkaufen. Da schlage ich doch direkt mal hier zu und nehme mir das Schwert. Hä? Hey, halt, beweg dich nicht. Ich bin ein blauer Jüngling. Ich meine, Jüngling mit blauen Haaren. Es sind sie. Hä? Was? Was ist los? Hä? Du da mit den Monstern. Nee, Moment. Du musst hier sein mit den. Ich weiß nicht, wovon ich hier rede. Ich bin ein Mann mit blauen Haaren. So, du musst hier mit den Monstern gekommen sein. Und ich sah dich aus dem Meteor herauskommen. Und ich bin schlau. Und da habe ich direkt geschaltet. Und deswegen sperren wir dich jetzt ein. Oh mein Gott. Wir sind im Gefängnis. Ja, was sollen wir jetzt tun, um hier irgendwie noch rauszukommen? Ich meine, der Flur brennt, leider nicht die Wand weg. In der Zelle neben uns ist ein weißhaariger Typ, der die ganze Zeit mit dem Kopf gegen die Wand läuft. Ob der sich da rausbuddeln will, keine Ahnung, aber jetzt, okay. Laserblick, piu piu, wah! Okay. Superman? Nun, was tun wir nun? Ich habe das letzte von meinem Schießpulver benutzt, um herauszufinden, dass auf der anderen Seite der Wand nur eine andere Zelle ist. Okay, Blitzmerker, warum hast du von deinem super tollen Gunpowder, ich meine von deinem, ach du weißt schon, Schießpulver, nicht etwas benutzt, um die blöde Tür aus den Angeln zu sprengen? Oder die Wand rechts oder links, wo die Gitterstäbe drin verankert sind, wegzuspringen? Aber nein, Charaktere in diesem Spiel können ja nicht schräg laufen. Mein Gott, das ist alles so sinnvoll. Na, ja, geh weg, Schlauberger. Ah. Hey, schubst mich nicht, Alter. Hey, du, hast du gerade gelacht? Hast du nicht? Na, Blitzmerker. Ja, wahrscheinlich ist er noch taub von dem ganzen Sprengpulver, Explosionsgedöns. Aber nein, er kann ja hören, was die anderen mit ihm reden. Das ergibt alles keinen Sinn. Ah, ist einfach nur dumm. Ja, doch, er ist einfach nur dumm. Nichts passiert, ich bin Sid. Sid? Du bist derjenige, der die Maschinen gebaut hat, um die Kristallkraft zu erhöhen? Zu verstärken? Ja, bin ich. Guck mich nicht so an. Ich bin Dr. Sid. Weil ich's kann. Es tut mir leid. Ist alles schon in Ordnung. Ist alles meine Schuld. Also, Bezug nehmen auf ein altes Buch, was ich in der alten Bibliothek gefunden habe. Da ist, war die Kraft der Kristalle vor langer Zeit viel, viel größer, als sie jetzt war. Ich habe also Kristalle studiert in Takun, Wurz und Karnak und habe Maschinen gebaut, um ihre Kraft zu erhöhen, weil ich es kann. Aber es war ein schrecklicher Fehler. Als ich die Kristallpower, Kraft amplifiziert habe, sind die Kristalle zerbrochen. Ist alles meine Schuld. Aber ich konnte es. Weil ich's kann. Und warum bist du nun im Gefängnis? Es war zu spät für mich, um die Kristalle von Takun oder Wurst zu retten. Also wusste ich, dass ich verhindern musste, dass zumindest der Kana-Kristall zersplitterte, weil ich's kann. Aber sie haben mich gefangen und haben versucht. Also ich versuchte, die Maschine zu stoppen, weil ich's kann. Also hast du dasselbe Ziel wie wir? Ihr seid also auch dabei, die Kristalle zu retten? Weil ihr es könnt? Sie haben uns dazu gefragt.
Oh, er zeigt anscheinend die Kristallscherben vor. Was? Die Kristallteile? Wow! Jetzt bin ich beeindruckt! Wer in der Welt seid ihr, Leute? Dr. Sid, Dr. Sid! Der Flur brennt! Oh, findet mal die Feuerwehr! Da müssen wir alles löschen! Ja, wird Dr. Sid die Feuerwehr erfinden! Warum brennt hier alles? Und können wir den Kanakristall retten? Das alles und viel mehr in der nächsten Folge von Let's Play Final Fantasy 5! Final Match 13 wünsche ich noch einen schönen Abend. Bye bye!